einen Teddybären und auf den anderen einen. Langsam muss man ja richtig mitdenken. Mensch. Denken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Heute zeige ich euch das Spiel Millie and Molly aus dem Jahr 2020. Top aktuell, jetzt erst im Februar erschienen. Programmiert hat das Meisterwerk Carlton Handley. Die Musik hat Hesse Axleton-Swala komponiert und für die Grafik war Saul Cross zuständig. Publiziert wurde das Spiel auf itch.io. Es handelt sich um ein Puzzle-Game, Joystick Import 2, und das Spiel ist für einen Spieler ausgelegt. Wie immer in englischer Sprache. Da das Spiel im Moment nur als digitaler Download verfügbar ist, habe ich heute leider kein Cover für euch. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Below the Tower. Ich drücke mal die Space-Taste. Nein, brauche ich gar nicht. Ja, da sind wir schon im Titelbildschirm. Millie and Molly. Okay, wir starten in Level 1. Es gibt einen Level-Editor, sehe ich. Also nicht lang schnacken. Joystick packen. Wir legen los. Ich drücke mal Feuer. So, hier nochmal ganz kurz zur Geschichte. Das überspringen wir jetzt mal. Ich erzähle euch das Wichtigste während des Spiels. Okay, Joystick Port 2 sagte ich bereits. Ja, es geht los. Wir spielen am Anfang die Millie. Ihre Freundin Molly kommt später mit dazu, wenn wir im Spiel fortgeschritten sind. Ihr seht das, links die Spielfigur. Ich kann links, rechts, oben, unten. Feuer haben bisher keine Funktion. Und ich sammle meine Teddybären ein. Zack. Und ganz einfach, das erste Level ist schon geschafft. Ja, und zum Mitschreiben, ganz schön zu sehen hier oben, Passwort für Level 2. Das heißt also, wenn man sich diese Passwörter aufschreibt, das habe ich heute auch schon den ganzen Tag ganz fleißig gemacht, dann kann man jederzeit wieder in dem jeweiligen Level weitermachen. Also, Feuer Level 2. So, jetzt haben wir ein neues Element, die Leitern. Okay, den kann ich hochklettern, runterklettern, ganz einfach. Und zur Story des Spiels. Wir spielen die Millie und wie gesagt später auch die Molly. Und müssen unsere eigene, ja, ich sag jetzt mal Kinderwelt, befreien von den bösen Monstern. Das geht ganz einfach los hier mit Teddybären. Oh, man kann runterspringen. Das Ganze ist gewaltfrei. Das heißt also, hier stirbt niemand. Man kann also herunterfallen und in späteren Leveln, das werden wir gleich auch sehen, auch mal einen Stein auf den Kopf kriegen und durch die Gegenstände, Feuer, nächstes Level, kann man ganz einfach hindurchgehen. Und ich fange jetzt mal hier oben an und sammle den Teddybär Nummer 1 ein, Nummer 2 und ja, wir haben es auch schon wieder geschafft. Also, ganz einfaches Spielprinzip. Lasst euch nicht davon täuschen, dass das jetzt so einfach aussieht. Das sind die Level, um reinzukommen in das Spiel. Feuer. Ah, jetzt seht mal hier. Jetzt haben wir hier Leitern. Können an diesen Leitern herumkrabbeln und uns dann natürlich auch irgendwann mal fallen lassen. So. Ja, und jetzt habe ich mich in eine aussichtsweglose Situation gebracht. Und jetzt kommt etwas Weltneuheit bei diesem Spiel. Ich drücke auf die Feuertaste, um das Level zurückzuspulen. Achtung, ich drücke Feuer. Seht ihr das? Ganz schön gemacht. Jetzt haben wir zurückgespult. Auch dieser kleine VHS-Effekt, ganz nett. So, ich habe dieses Puzzle durchschaut. Ich musste mich hier oben hin, hier runter und zack, zack. Weil man kann nämlich hier nicht mehr hoch. Also ich kann bei diesem Spiel nicht springen. Und ihr habt jetzt schon gesehen, die Aktionen, ich
kann hier Leitern hochklettern, ich kann herunter, ja, springen oder fallen. Oder jetzt ein neues Element, ich kann Steine vor mir herschieben. Und da ich nicht springen kann, nach links geht es jetzt nicht mehr, ich komme nicht mehr nach oben, nach rechts einfach davor laufen und ich schiebe diesen Stein vor mir her. Das ist eine weitere Aktion und jetzt komme ich sicher über das Loch zu dem Teddybären. Ja, langsam kommt da mehr rein. Sechstes Level. Und spielend lernt man jetzt Level für Level die Elemente kennen. Also hier reinschubsen, nochmal reinschubsen und rüber über die selbstgebaute, ja, Brücke. Diese Rewind-Rückspulfunktion, Feuer, das ist schon was Besonderes. Am Anfang, ja, sieht es so aus, als würde man das nicht unbedingt gebrauchen, aber je weiter man kommt, ja, jetzt habe ich mir schon das Level verbaut. Ich drücke also auf die Feuertaste und spule zurück. Mal sehen, wie weit muss ich zurück. Okay, ich habe nämlich jetzt durchschaut, ich muss erst hier runter den Teddybären einsammeln, den Stein in das Loch schmeißen, runtergehen, zack, auch hier herunterwerfen und jetzt komme ich hier rüber. Ach, das ist ja einfach. Cool. Schon wieder Level geschafft. Das Level-Design stammt übrigens von Carltons Freund Chang Makong und dessen Ehefrau Patsy Chim. Oh, auch hier herunterwerfen. Jetzt muss ich mal ganz genau gucken, was ich tun muss. Ich lasse mich hier runterfallen. So, gehe jetzt in dieses Gap. Schmeiße jetzt den Stein hier runter. Jetzt lasse ich mich runterfallen. Gehe nach rechts. Eieiei. Also langsam wird es anspruchsvoller. Rüber. So, wenn ich jetzt den Bären hier unten einsammle, dann bin ich da unten gefangen und komme da nicht mehr raus. Also erst den hier oben. Und zack, runter. Ja, Mann! Oh, Feuer. Übrigens hatte ich zu den Recherchen für dieses Spiel gelesen, dass es ein, in der Entwicklungsphase zumindest, Unterwasser-Level oder eine Unterwasserwelt gab, die es aber nicht ins finale Release geschafft hat. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass ich Screenshots zum Spiel gesehen habe, wo man genau diese Unterwasser-Level, also zumindest bilde ich mir das ein, mit so Quallen und Wasser, dass das die genannten Level sind oder waren, dass man die ja sehen kann. Und ich bin aber noch nicht so weit gekommen. Ich möchte auch nicht zu viel spoilern, ihr sollt das ja selber spielen. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Level gesehen habt bei eurem Spiel. Vielleicht seid ihr ja schon weiter als ich jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade erst in Level 10. Übrigens noch ein kleiner Fun-Fact zum Spiel. Auch zu meinen Recherchen hatte ich nach Millie und Molly im Internet gesucht und habe dort Volker Rosin gefunden. Das ist ein Kinderliederautor. Millie und Molly sind zwei Kühe, die gemeinsam tolle Abenteuer erleben. Und zwar erfunden von dem Volker Rosin. Da gibt es also nicht nur die Figuren, sondern es gibt Hörbücher und auch Kinderlieder dazu. Das fand ich ganz interessant und hat mich am Anfang verwirrt. Ich meine, vielleicht hat sich der Carlton daran inspiriert. Aber ich weiß es nicht. Ah, okay. Jetzt habe ich hier den Weg frei gemacht. Das Level war auch einfach. Aber ich kann es nur nochmal betonen, das Spiel wird noch viel, viel schwerer. So, neues Element hier. Hier gibt es so Dreck, Erde. Und wenn ich da durchgehe, dann grabe ich die zur Seite. Okay. Ich gehe jetzt mal runter. Den Stein zur Seite. Gehe nach oben. Lasse mich hier fallen. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch wirklich das Richtige mache. Ich grabe mich unterdurch. Kann jetzt den Stein wegräumen. Den einen Teddybären und auch den anderen einräumen. Langsam muss man ja richtig mitdenken. Mensch. Denken. Ja, Level 12. Feuer. Okay, ich grabe mich wieder hier durch. Zack. Sammel den Teddybären ein.
Übrigens, der Teddybär, der liegt auf mir, der fällt also nicht auf mich herunter, sondern der bleibt so lange auf mir liegen, bis ich zur Seite gehe, wie auch so ein Stein, so à la Rockman, sage ich jetzt mal, oder Boulder Dash. Und dann komme ich da durch. So, und hier gehe ich jetzt drunter, grabe den Dreck weg, gehe jetzt zurück, Stein fällt runter und ich kann ihn jetzt ins Loch schieben. Übrigens, während ich spiele, kann ich euch schon mal so ein bisschen vorher 13. Level. Oh, jetzt wird's kompliziert. Kann ich euch schon mal so ein paar, ja, Sachen erzählen? Vielleicht hier Dreck weg zur Seite, Stein runter. Insgesamt besitzt das Spiel. Oh, wenn ich den Dreck weggrabe, auf die Leiter komme ich von hier aus nicht. Da unten, da komme ich nicht wieder raus. Also insgesamt besitzt dieses Spiel übrigens 100 Level und 5 Welten mit insgesamt 8 Musiken und, das haben wir eben schon in dem Titelbildschirm gesehen, einen Level-Editor. Was ihr auch schon festgestellt habt, vielleicht während wir hier so spielen, man kann bei diesem Spiel nicht sterben. Das Spiel ist also gewaltfrei. Und somit geht es jetzt immer und immer weiter. Ich möchte euch aber auch nicht zu viel zeigen. Das heißt, ich werde gleich irgendwann mal aufhören zu spielen. Ach so, ich dachte gerade, warum geht das Level nicht zu Ende? Klar, da unten ist ja noch einer. Jetzt gehe ich nämlich nach unten, nachdem ich da oben alles freigemacht habe, hole mir den letzten Bären. Geschafft. Noch haben wir die Molly nicht getroffen und die Millie spielt alleine. Ich sag jetzt einfach mal letzte Runde, ja? Es geht auch nicht auf Zeit. Wir können uns ganz gemütlich Zeit lassen. So, was muss ich jetzt tun mit denen? Ich habe mich gerade eingesperrt. Ja, auch da wieder. Ich kann zurückspulen. Jetzt zeige ich euch noch was anderes. Wir sehen die ganze Zeit hier rechts im Bildschirm, da oben die 15. Das heißt, wir sind im 15. Level. Und die Tasten von dem Videorekorder. Mit der F1-Taste bin ich jetzt dort im Menü und kann jetzt auf Pause machen. Da es nicht auf Zeit geht, können wir das Ganze auch laufen lassen. Und, achso, jetzt habe ich gerade die Pause. Die Pause war, ist drin, sobald ich F1 drücke. So. Ich kann aber auch hier zurückspulen. Das ist das gleiche, als wenn ich einfach nur Feuer drücken würde im Spiel. Ihr seht das immer, wenn ich hier so drücke, geht ein Schritt zurück. Ich kann aber auch, wenn ich hier unten auf dieses Ding gehe, dann kann ich ans Anfang des Levels gehen und das X bringt mich zurück ins Menü. Also ich gehe mal ganz kurz ans Anfang des Levels. Jetzt seht ihr, wenn ich mich hoffnungslos verfranst habe und ich möchte nicht zurückspulen, weil es ein größeres Level ist und ich stundenlang spulen müsste, dann kann ich das so abkürzen. Jetzt drücke ich wieder F1 und gehe jetzt mal X. So. Und wir haben jetzt nicht etwa das Spiel ja, abgebrochen und kommen nicht mehr in unser 15. Level. Ihr seht, sobald ich hier wieder auf Play gehe, bin ich wieder im 15. Level. Aber ich würde sagen, um euch das Spiel zu zeigen, hat das gereicht und ihr sollt euch das ja selber kaufen und spielen. Jedes Level, das hatte ich euch eben schon gezeigt, hat einen Level-Code, der immer, wenn man das Level geschafft hat, angezeigt wird. Und diese Codes, die habe ich mir fleißig aufgeschrieben hier. Ihr seht, ich habe es bisher bis ins 20. Level geschafft. Es wird wesentlich schwerer, das kann ich euch versprechen. Und die Level dauern auch immer länger, denn man muss sich am Anfang alles anschauen, man macht ein paar Fehltritte und spult zurück. Bis man das Level dann geschafft hat, kann schon so, ja, also bei mir waren das teilweise 10 Minuten bisher vergehen. Und ich glaube, das wird auch noch schwerer. Bei 100 Leveln, ich habe ja gerade erstmal ein Fünftel gesehen. Wir haben hier unten aber noch zwei andere Dinge, die ich euch zeigen möchte. Und zwar einmal die Instructions und die Credits Instructions. Ich drücke mal kurz drauf. Das ist genau das, was ich euch jetzt erzählt habe, also die Geschichte zum Spiel. Und die kam ja auch ganz am Anfang einmal. So, hier ist auch ganz interessant die Anleitung für den Level-Editor, den ich euch jetzt gleich mal ganz kurz zeigen möchte. Auch da drücke ich vorher und bin wieder im Menü.
Und dann haben wir hier noch die Credits. Credits sind immer ganz wichtig. So, da haben wir es übrigens. Da seht ihr links im Bild die Millie und rechts die Molly. Und die eben genannten Personen, die dieses Spiel da ja erschaffen haben. So, mit Feuer kommen wir wieder zurück. Und ja, nochmal einen ganz kurzen Ausflug in den Level-Editor. Auch ganz toll gemacht. Ich habe hier rechts, jetzt verdecke ich das so ein bisschen, die Objekte, die ich einsetzen kann. Und mit der Taste 1, 2, 3, ihr seht das jetzt rechts, 4, 5, 6, 7, 8, kann ich die platzieren. Und jetzt fange ich mal an mit 2, gehe unten runter und mache mal einfach hier so. Man kann Feuer auch gedrückt halten. Also wenn ich jetzt Feuer zum Beispiel gedrückt halte und dann kann ich hier ein bisschen malen. So, und dann haben wir hier 2, wo gehen wir dann? Ne, 3. Und so einen Stein, den platziere ich jetzt mal. Ne, das möchte ich nicht. Die 1, die 3 für den Stein, den platziere ich hier. Dann lassen wir die Molly, das ist die Nummer 8, hier oben starten. Und das Level muss ja auch ein Ende haben. Nummer 6 ist der Teddybär. Und wenn ich jetzt auf F1 drücke, dann kann ich jetzt die Level speichern. Dafür muss ich natürlich eine Diskette einlegen. Instructions kann ich mir nochmal angucken. Return to Title Menu, Close Menu und ganz oben, wichtig, Test the Level. Und jetzt testen wir unser Level mal. So, hier oben haben wir sie nun. Runter, runter, geil, mein eigenes Level. Zack. Das war's. Mein eigenes Level. Cool. Nicht schlecht. Aber F1, wir gehen zurück und Return to Title. Ja, da sind wir wieder. Das Spiel funktioniert übrigens für PAL genauso wie für NTSC. Aber ich glaube, wir sind alle auf dem PAL-Level unterwegs. Und das Spiel ist sogar neben der echten Hardware, die ich hier betreibe, kann das Spiel auch auf Emulatoren und auch auf dem C64 Mini und dem The C64 laufen. Auch damit wird geworben auf der Internetseite. Bestimmt ganz interessant für den einen oder anderen von euch. Übrigens wurden schon einige Grafikfehler gefunden und dem Carlton gemeldet. Und der ist nämlich gerade in Verhandlung mit Bitmapsoft für physische Versionen von diesem Spiel. Und spätestens da werden die Fehler dann korrigiert. Aber meistens ist es auch so, dass es dann einfach ein Update gibt auf itch.io. Und wenn ihr das Spiel dann einmal gekauft habt, dann könnt ihr euch auch immer die Bugfix-Releases runterladen. Also keine Angst, der Entwickler ist sehr aktiv. In einem der Zeitungsartikel, die ich über ihn gelesen habe, im Interview mit dem Carlton zu diesem Spiel, sagte er zum Beispiel, dass das Rewind-Feature, also das Zurückspielen, Spulen, das Zurückspulen, genauso lange gebraucht hat wie der visuelle VHS-Tape-Rückspuleffekt, den wir eben immer gesehen haben. Und für die Techniker unter uns, man kann bis zu 500 Moves rückgängig machen. Wenn man dann gar nicht mehr weiterkommt und noch mehr Moves gemacht hat, dann kann man immer noch, das habe ich euch ja eben auch gezeigt, so ein Level von vorne beginnen. Ja, und die physische Version dieses Spiels bei Bitmap Software, die geplant ist, das sind eine Diskettenversion und eine Tape-Version. Und es soll auch noch eine Deluxe-Version geben, die dann noch mehr Level beinhaltet als die ohnehin schon mit 100 genug vorhandene. Und ich weiß, dass auch einige Cartridge-Liebhaber unter euch sind. Ein Cartridge ist im Moment nicht geplant, aber wenn es dann einen Publisher gibt, dann lässt der Carlton ausrichten, bitte meldet euch bei ihm und macht ihm ein Angebot, dann stellt er das Ganze auch als Cartridge her. Ja, meine Beziehung zu dem Spiel, das Spiel ist ja noch relativ neu, aber ich habe auf Reddit den Blogartikel von Carlton Henley gelesen. Da
dass er dieses Spiel nun auf itch.io veröffentlicht hat. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Habe mir das Spiel dann heruntergeladen. Also kosten tut das Spiel übrigens nur 3 Dollar. Aber ich habe es dann halt für 5 gekauft. Und selbst das finde ich noch relativ wenig für die Arbeit, die er in dieses Spiel gesteckt hat. Ja, meine Bewertung. Ihr habt es gesehen. Super tolle Grafik. Schön gepixelt. Eine beruhigende Musik. Oder beruhigende Tunes, die so im Hintergrund laufen. Dass das Ganze am Anfang mit Einführungsleveln anfängt und dann immer schwerer wird und immer mehr Rätsel dazukommen, macht wirklich Spaß und ist toll gemacht. Eignet sich also hervorragend für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ich habe zum Beispiel im Forum gelesen, dass ein Vater das im Moment mit seiner Tochter spielt und die Tochter ihm zeigen musste, wie die fortgeschritteneren Level funktionieren. Also das fand ich auch ganz interessant zu lesen. Also toll. Gerade in der jetzigen Zeit, Stichwort Ausgangssperre, hat man ja viele Möglichkeiten, das Spiel mal zu spielen. Der Level-Editor, der rundet das ganze Spiel dann ab. Die Rewind-Funktion, das habe ich vorher so noch nie gesehen. Also echt super. Was mich ein bisschen stört, und damit kommen wir jetzt zu den negativen, in Anführungsstrichen, Punkten. Es gibt kein richtiges Ende. Damit auch keine Highscore-Liste. Da merkt man, dass das Spiel eher für das jüngere Zielpublikum ausgerichtet ist, um sie an den Commodore 64 und die Retro-Szene heranzuführen. Das ist doch toll. Ja, wenn man keine Lust mehr hat, dann hört man einfach auf und steigt zum späteren Zeitpunkt wieder mit der Level-Code-Liste ein. Mein Wiederholungsfall ist auf jeden Fall gegeben. Beiden Daumen hoch für dieses Spiel. Well done, lieber Carlton. Und wie ich gerade schon mal gesagt habe, das ist genau das Richtige für die jetzt kommende Ausgangssperre. Und bei 100 Leveln hat man auf jeden Fall ein paar Stunden, wenn nicht Tage, Spielspaß. Deshalb supportet den Entwickler, den Carlton Handley, und kauft dieses Spiel. Den Link dazu habe ich euch unten in der Videobeschreibung angegeben. Ja, und was bleibt mir noch weiteres zu sagen, während ich versuche, ein weiteres Level zu schaffen? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, nach oben natürlich, und schreibt mir mal einen Kommentar, wie euch das Spiel gefallen hat oder ob ihr es vielleicht sogar selber schon gekauft und gespielt habt. Und wenn das alles der Fall ist, wie weit seid ihr denn gekommen oder wo steht ihr gerade? Ja, und wenn ihr... Jetzt habe ich mich schon wieder eingesperrt, aber gut, wir machen es kurz. Ein Abo, kostenlos, könnt ihr auch bei mir abschließen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und die ganz Verrückten, ihr wisst Bescheid, die haben die Glocke an. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten C64-Spielzeit. Euer Andira. Hey, jetzt habe ich euch auch noch... wer noch dran ist, hat's gesehen, wie es weitergeht. Geil. Das muss ich euch jetzt unbedingt noch zeigen. Also ganz ohne ist das Spiel echt nicht. So, jetzt aber. Ausschalten.